Christian, wie spielst du heute? Wie Pippi Langstrumpf? Witte, ich mach die Welt, wie sie mir gefällt, oder was? Wie heißt denn der Bruder von Pippi Langstrumpf? Kacke Kurzsocke! So. Fertig. Andi! Was guckt er denn so? Dem ist modern. Ja, warte, das hat der Nagelsmann am Wochenende auch angehabt. Das ist halt mehr weak als Fashion, aber ist mir doch scheißegal. Richtig gut, ey. Ja, ist so, ey. Ich soll heute Abend auf die Bayernbank. Physios brauchst du nicht, ne? Tatortreiniger ist gefragt. Wenn der Lewandowski mit dem FC Bayern fertig ist. Das kann ich dir sagen. Das wird eine richtige Schlacht, ey. Boah, ich zieh das aber auch gleich mal aus, ey. Das ist ja so atmungsaktiv wie meine Jungs auf dem Platz. Wobei, eigentlich kann ich auch gleich anlassen. Wenn der BVB, ne, gegen Manchester und Haaland spielt, da kann ich wahrscheinlich gleich noch so einen Anzug oben drüber ziehen. Hermann! Komm runter da jetzt! Wir holen jetzt auch so einen Anzug! Du kannst dich heute bei Bayern ins Stadion setzen, dann spielst du Telekom-Tee alleine. Da freut sich der Sponsor, dann ist das Tee endlich mal fett gedruckt. Der Lewandowski, ey. 9 Tore in 6 Spielen für den FC Barcelona gemacht. Und ich, wenn die den jetzt heute Abend da auspfeifen, dann muss ich die Bayern-Fans echt mal fragen oder hinterfragen, machen Klatschpappen jetzt plötzlich Pfeifgeräusche? Oder was? Ja, und ob der Joshua Kimmich spielt, da steht nur die ganz fest. Windstärke 4 ist geplant bei den Bayern im Stadion. Und ab 5 fällt ja der Kimmich. Das ist. Und die Eintracht hat ja schon ihr 2. Heimspiel jetzt in der Champions League in Marseille. Eintracht-Fans dürfen aber nichts in der Stadt, keine Lieder singen, keine Klamotten anziehen. Das ist für mich wie Französisch, ey. Völlig unverständlich. Christian, was ist denn dein Motto? Ich kam, sah und hatte keinen Bock, oder was? Patrick, endlich ist wieder Herbst. Da kann ich dir als Denkanstoß endlich wieder Kastanien an den Kopf schmeißen. Ja, und bei Max Kruse ist es auch vorbei mit der Bundesliga, ne? Oder um es in den Worten vom Habeck zu sagen, Max Kruse wurde nicht von Niko Kovac aus dem Kader gestrichen. Der hat aufgehört, für den VfL Wolfsburg zu spielen. Wobei der Max Kruse hat sich ja schon gemeldet und hat gesagt, ich glaube, ich bestimme, wann ich aufhöre, in der Bundesliga zu spielen. Max, ich glaube auch so viel. Ich glaube auch mit der Gaserhöhung, das wird gar nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit wird das so wie dein Gehalt, nämlich unverschämt teuer. Der Kruse, ey, macht er jetzt halt weiter. Neue Karriere jetzt hier beim Schülerfernsehen für Computerfreaks, Twitch. Ein Switch wäre mal gut gewesen. Zum Beispiel Max Kruse eröffnet nachhaltige Kampfschule. Tai Chi für Chai Ti. Aber das ist ein Regal zu hoch für den Kruse. Das hier kriegt er nicht. Der haut eh ab nach Amerika hier. Major Soccer League. Diese Kirmesliga, ey. Da ist Leistung auch nur ein Mittelfeldspieler aus Asien. Männer, als Gott die Geduld verteilt hat, da bin ich gegangen, weil es mir zu lange gedauert hat. Und jetzt rein da! Ja, und auf Schalke habe ich was Geiles gehört, da in der Schalker Turnhalle, nee, Stadion, genau. Da kannst du den Rasen rausfahren. Der Rasen wiegt so die Hälfte von meinem Hermann, 11 Tonnen. Und das Rausfahren dauert so 3-4 Stunden. Und kostet pro Fahrt 13.000 Euro. Ja, ist wie auf der Autobahn, 3-4 Stunden Rasen. Ja, darfst du am Knopf aber auch nicht verdrücken, dann wird eine teure Fahrt sonst. Ich würde den Rasen hier rausfahren, Asche drauf, wieder reinfahren. Das passt viel besser zur Schalker Leistung. Andi! Warum stehst du im Mittelkreis? Wartest du auf den ADAC, weil dir der Sprit ausgegangen ist? Oder was? Ja, und Lothar Matthäus hat endlich einen Trainerjob gefunden. Erstes Spiel gleich gewonnen, 8-2, mit dem TSV Grünwald. Also mit der E-Jugend. Ich habe erst gedacht, der trainiert die U21-Damenmannschaft. Das hätte ja besser. Spaß. Also, da spielt ja auch sein Sohn mit. Eigentlich ist das ja auch ganz süß. Und das Ding ist, jetzt ist er weg vom Markt. Der hat so lange um Trainerjob gebettelt. Der HSV hat zu lange gewartet. Der Lotter ist weg. Was er bemängelt, die Jungs können alle keine Schuhe zumachen. Und ich habe das Gefühl, der Lotter kriegt keinen Schuh mehr auf. Klettverschluss ist meine Lösung. Wobei mein Kevin hat auf dem Klettverschluss letztens einen Doppelknoten drauf gemacht. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war letztens bei Ikea, fragt so an der Kasse. Sag mal, passt das Regal in mein Auto? Und der Kassierer, was haben Sie für ein Auto? Der Kevin, grünes. Der Kassierer, nee, dann nicht.